EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim Manchester United, meine lieben Freunde. Wir sind bei Deutschland am Start. Es geht gegen Slowenien. Slowenien. Ja, gegen Slowenien geht's ran und ich habe schon wieder modsmäßig gute Laune, was die Nachrichten hier angeht. Neben unseren Scoutings ist nämlich hier Außenbandanruf bei Marco Reus angesagt. Das ist natürlich für Borussia Dortmund ganz übel in der Bundesliga. Für uns jetzt nicht so wild, weil das dürften wir trotzdem schaffen gegen Slowenien und auch gegen Schweden, meine lieben Freunde. Das ist ganz klar. Ja, ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende. Es steht bevor. Wir werden hier natürlich eine Folge fürs Wochenende vorbereiten und die wird nicht mit den Deutschlandspielen vollgepumpt werden. Das mache ich jetzt wieder für mich. Ihr kennt mich da. Deshalb gibt es gleich das Feedback für diese Spielerei hier. Puh, das war hartes Programm hier. Ziemlich üble Kost, trockenes Brot und Leitungswasser, meine lieben Freunde. Zumindest in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit mit einem 3-Tore-Ding, das ist okay. Die erste Halbzeit war echt, echt übel. Groß hat dann noch zwei Dinger gemacht in der zweiten Hälfte. Okay, wunderbar, so kann es doch gehen mit den Punkten. Die nehmen wir mit. Wir sind hier Erster vor Tschechien. Punkt gleich, weil wir hier dreimal unentschieden gespielt haben. Ist ein bisschen unnötig, ne, auf jeden Fall. Aber das werden wir jetzt alles ein bisschen aufheben. So, jetzt haben wir, wir kriegen mal einen Pluspunkt. Ich habe echt das Gefühl, das sind hier die, die Nationalländerspiele, oder? Guckt euch das mal an. Immer wenn wir hier ein Nationalländerspiel haben, dann geht das hier irgendwie rund. Pluspunkte kriegt, immerhin, ne? Das freut uns ja. Spanien gegen Bulgarien 2-1 verloren. Das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Ergebnis auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ungarn, Frankreich 2-5, okay. Aber das ist echt gut. Oh, England war auch stark. Rumänien, England 0-1. Das ist auch ganz starker Sieg auf jeden Fall für die Engländer. Uiuiui. Rashford nur 9 Minuten gespielt. Warum? Tor eingewechselt und vorgemacht. Ja, siehst du mal, dann kommt ein Typ und macht ein Tor. Wer, wenn nicht er? Ne? Klar. Ja, wir gehen gleich auf jeden Fall noch in eure Kommentare, wo ich glaube, ich sogar diesmal wirklich wieder jedem geantwortet habe. Da bin ich stolz auf mich, ne? So, internationale Nominierung, Coutinho wieder fit, neue Erfahrungsstufe für Lewandowski, okay, jetzt ist natürlich ein Punkt mehr, ne? Das nehmen wir gerne mit, Williams angeschlagen, zusätzliches Budget, 2,8 Millionen, warum? Durch die zusätzlichen Einnahmen im Ligapokal, achso, weil wir im Kakao-Club weitergekommen sind, ja gut, gut, vielleicht ist auch das der Punkt gewesen, ne? Luke Shaw 21 Wochen verletzt, Rodriguez 20 Wochen verletzt, das ist echt übel, aber ihr habt gesagt, wir sollen niemanden mehr holen auf links und rechts außen als Verteidiger. Okay, wenn ihr das so sagt, dann machen wir das so. Ich hätte auf jeden Fall einen geholt, weil ich finde, wir sind da doch sehr, sehr schwach bestückt eigentlich. Aber gut, wir hören ja auf die Community, ne? Und guck mal, wir können jetzt hier erstmal sagen, dass er uns fehlt und das findet er gut. Ne? Wir sind jetzt lang genug da. Das kann man am Anfang nicht machen, weil da sagen die, oder wenn der Typ neu ist, weil dann sagen die immer, wir kennen uns doch überhaupt nicht so gut oder so ein Kram. Was ist denn hier mit Rashford? Will auf allerhöchsten Niveau spielen, will Meister werden und möchte fair bezahlt werden. Großes Lob auf jeden Fall, dass du so kritisch da bist. Ziele runterschrauben, lieber Pogba, wäre auch mal ganz gut. Hakimi, Feuer frei. Also Meister werden wir nicht. Ne? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, wir können mal in die Kommentare reingucken. Die Kommentarspalte bei YouTube sagt Folgendes. Nachdem wir hier auch sagen, nein, den brauchen wir nicht. Sevilla hat Interesse an uns, das wäre auch schön. Und jetzt kommen langsam echt hier die ganzen... ich sehe schon wieder was. Die ganzen Erstligisten, wollte ich sagen. Und dann sehe ich hier schon was. Nochmal 2 Wochen für Grimaldo. Ja, vielleicht ist ja doch was dran am Verletzungsanfällig. Wir hatten ja unsere Theorie in den letzten Spielständen immer gehabt, beim 16er und beim 18er, dass das gar nicht mehr so wild ist. Aber jetzt mittlerweile ist das hier auf jeden Fall ein bisschen nervig mit den Außenverteidigern. Naja gut, ihr habt gesagt, wir holen keinen, wir können gerade auch keinen holen. Ja, okay. Mal schauen, ob ihr noch bei der Meinung bleibt. Ronny hat auf jeden Fall gesagt, wir stehen sportlich halt auf Platz 6. Deshalb ist es wichtig, die Spiele dauerhaft zu gewinnen und Pluspunkte zu sammeln. Genau das machen wir gerade. Wir gewinnen hier ziemlich alles. Da, linke Seite, letzte 6 Spiele, alle gewonnen. Hi Gary, sagt der Paulaner. Das mit dem Jugendspieler verstehe ich und er wartet dann aufs nächste Mal. Das mit Shaw, mit der Verletzung ist zwar bitter, aber du hast ja noch Hakimi und Klostermann. Ja, genau. Jetzt quasi unter einzigen Außenverteidiger. Vielleicht doch nochmal Ben Chilwell angucken. Ne? Das war ja hier zumindest auch eine Option.
Chilwell. Ich bin ja dafür, aber ich werde mich bei diesem Transfer komplett nach der Community richten, ob ihr noch einen Links- oder Rechtsverteidiger holen sollt. Okay, Orlana sagt auf jeden Fall, den sollte man im Auge behalten und eventuell sogar holen. Chemie, wow, verrücktes Pokalspiel, wird ja langsam jetzt mal richtig gut hier. In der Liga weiter punkten und oben bleiben, wenn Liverpool mal schwächelt, müssen wir da sein. Und er findet auch mit Grimaldo, Klostermann, Hakimi passt das außen eigentlich. Lato findet, der braucht man nicht. Und nach der nächsten Transferperiode ist ja auch der Sean relativ schnell wieder da. Ja, da ist er immer noch 8 Wochen verletzt. 8 Wochen ist eine Masse Zeit, meine lieben Freunde. Aber ist okay. Chemie ist auch nicht dafür, dass wir jemanden holen. Okay, alles gut. Alles gut, ne? Nils Butze, super Folge. Die Ergebnisse sind wirklich klasse. Hoffentlich läuft es so weiter. Komm mal, sag mal, mir kommt mir das so vor? Oder ist im Moment der Pogba bei uns ein bisschen außen vor? Ja, gerade sowieso. Aber auch hier war letztens immer Niguez und Fred gesetzt, ne? Weil Fred einfach eine super Form hatte und Niguez ja sowieso gut dabei war. Aber Pogba kommt jetzt auch wieder. Keine Angst. Er muss hier keine Sorgen haben. Wir gehen ran gegen Schweden, aber wir machen erst noch die Kommentarspalte fertig, ne? Jonas Buhr, solange die Ergebnisse so bleiben, musst du dir über eine Entlassung keine Sorgen machen. Wer singt denn hier so? Ach, um Gottes Willen, das ist auf meinem Headset. Das ist wahrscheinlich hier die Hymne von Schweden. Ich habe kurz gedacht, draußen ist irgendwie ein Protestmarsch der Dankesknaben oder so. Okay, alles klar. Leicht verwirrter Gary. Wir sind deutlich stärker. Wir müssen gewinnen gegen Schweden. Da gibt's nichts. So, also Jonas Buhr sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen mit der Entlassung. Ich mache mir Sorgen. Sean-Ersatz wäre bitter, aber einen Ersatz würde er eher nicht verpflichten. Ist auch einer, der da sagt. Ne? So, dann hier Farbe 194. Herzlich willkommen in der Kommentarspalte. Lato ist nicht nötig. Wäre schön, wenn du mehr auf englische Spieler setzen würdest. Wenn ein LV, dann Chilwell. Abraham wäre übrigens auch klasse. Bei deiner Infrastruktur und bei deinem Vereinsgelände verbessern die sich auch schnell, wenn die hier und da einen Einsatz bekommen. Und Bisaka haben wir noch oder haben wir den verkauft? Ja, da können wir mal nachgucken. Den haben wir auf jeden Fall nicht mehr bei uns aktiv, weil, nee, der war echt nicht. Achso, wir sollten vielleicht auch bei Manchester gucken, ne? Macht Sinn hier. Verträge. Wan-Bissaka ist ausgeliehen nach Eintracht Frankfurt. Da hat er auch 7 Spiele jetzt gemacht. Hat sich um einen ganzen Punkt verbessert bisher. Also, der war mir bisher alles andere als super gut hier. Das war bisher nix. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, auf ihn zu setzen. Klasse Spieler in dem Spiel. Würde in den Pokalspielen immer reinbringen. Ja, und dann nochmal die Situation mit dem Vorstandsvertrauen geht runter, weil du das Saisonziel verpasst hast. Ja, aber es war ja irrsinnig, dass wir das in einer Woche 3-4 Mal irgendwie die Punkte auf einmal abgezogen bekommen haben, obwohl wir kein Ligaspiel hatten. Das ist einfach Schwachsinn. Ne? Vielen Dank für deine Spielerbilder. Ja, überhaupt kein Problem. Ich hau immer mal im FM-Joker-Forum 1-2 Spielerbilder rein. Im Moment bin ich da nicht so aktiv beim Spielerbilder machen und editieren, weil ich sehr viel WoW im Moment spiele. Aber ich werde auch wieder aktiver werden, keine Sorge. Inselatros, den Vorstand müsste man mal kündigen. Nur Siege und keine Würdigung. Sehr lustig aber, Huddersfield gewinnt im Kakao-Club gegen Chelsea London. Ja, fand ich auch gut. Und dann haben wir noch Batze, da habe ich dir ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet. Nachdem ich in der 4. Minute den Elfer verursacht habe, aber das war dafür, dass du mich hochgezogen hast, ja. Und hast ja gut gemacht dann, ne? Hast ja sehr gut gemacht. Sogar noch ein Tor gemacht war, ne? Wenn ich noch richtig in Erinnerung bin. Also, wir gucken mal gerade noch rein. Chemie wollte natürlich, dass wir auch mal hier bei Leipzig reingucken. Die sind Dritter. Dritter, das ist doch gar nicht so schlecht in der Regionalliga Nordost, ne? Gucken wir mal, wer die ganzen Tore macht. Ja, ich habe gut gedacht, die hätten es dem Ibisevic geholt. LW Ibisevic, der Cousin von Vedat Ibisevic. Okay, geil wäre gewesen, wenn die den Vedat geholt hätten. Aber nehmen wir auch mit, ne? Ansonsten sind das gar nicht so viele Tore hier, ne? Hier, also Hertha BSC hat deutlich mehr. Auch hier unten sind einige dabei, die auch 17 Tore haben. Also es geht mit durchaus mehr Toren. Vielleicht immer noch was hier? Ah ja, doch. Ich bin hier. Bisschen durch irgendwie. Haben jetzt hier auch nur verloren gegen Hertha BSC hier die letzte Zeit. Wenn sie das hier nicht verloren hätten, wäre es sogar noch besser aus. Aber läuft, ne? Läuft ganz gut, alles cool. Da haben wir übrigens Mason Greenwood hin verliehen, der da zumindest auch 2 Tore bisher gemacht hat. Ne? Und noch Diogo Dalot und Jeff McArthur. Jonas Buhr mit 6 Einsätzen bei Fulham, der hat sich +1 bisher gemacht. Scott Scorer mit erst einem Spiel bei Queen's Park Rangers, aber du bist auch noch nicht so lange da. Torben Inselmann mit 4 Einsätzen bei Hansa Rostock, auch +1 Punkt gemacht. Also,
Es geht nach oben, dauert noch ein bisschen. So, zurück nach Deutschland. Zweite Spiel steht an und wir werden hier auf jeden Fall mal ein bisschen was wieder mitnehmen, was auch Offensivpower mit sich bringt, weil da war bisher hier auch einiges im Argen und vor allen Dingen sind hier jetzt auch ein paar Leute echt auch K.O., ne? Da müssen wir mal ein bisschen wechseln hier, habe ich das Gefühl. Kann hier den Rechtsverteidiger noch irgendeiner machen? Klostermann will ich nicht. Aber wir machen einfach mal Nico Schulz. Weil den brauchen wir auch noch bei uns, ne, den Klostermann. Den brauchen wir noch bei uns. So, also nach dem Spiel hören wir uns wieder. Ne? Wir werden auf jeden Fall nicht verlieren, ganz klar. Und wir gehen hier drauf. Bis gleich. Leute. Wir haben richtig lange 1-0 hinten gelegen gegen Schweden. Also auch wieder ein übles Spiel. Ganz lange Zeit zumindest. Alexander Isak macht das hier im Moment ganz gut. Er hat eine gute Note gemacht, hatte viele Chancen, hat leider keinen reingemacht. Oder es heißt leider gut so für uns. Ne? Der ehemalige Dortmunder im Moment hier bei Real Sociedad unterwegs. Und er arbeitet sich gerade so ein bisschen nach oben, habe ich das Gefühl. Ne? Im letzten Spiel auch schon für Schweden getroffen. Bei uns hier, der Stegen einige Dinger gehalten. Es hätte auch 0-3 oder so stehen können, aus unserer Sicht. Und auch hier erst wieder in der toten Hälfte kam dann die Tore mit Havertz, mit Klostermann, das finde ich übrigens ganz geil, aber trotzdem eine 4 finde ich ein bisschen fragwürdig und Toni Kroos. Also, es war jetzt, ja, es liegt alles jetzt in unserer Hand hier am letzten Spiel da gegen Tschechien, ob wir die Quali direkt schaffen oder ob wir über die Umwege müssen der Playoffs. Ne? Das wäre natürlich ganz, ganz bitter. Ganz, ganz bitter wäre das. So, wir klicken einfach weiter, gar kein Problem. Tap-tap-tap. Alejandro, aha, okay, von mir aus. Ich muss übrigens mal ganz kurz noch wohin. Ich habe nämlich eine Cola im Gefrierfach, die macht gleich, puff, wenn ich nicht gehe. So, kurzer Schnitt, ne? Cut. So, letztes Spiel der Deutschland-Reise Richtung WM in der Red Bull Arena zu Leipzig. Sind wir am Start. Und auch hier werden wir jetzt mal gucken. Emre Can werden wir jetzt mal hier rauspacken. Leon Goretzka aber auch, weil der langsam auch auf den Zahnfleisch geht. Ja, wir haben so ein bisschen doof mitgenommen, habe ich das Gefühl. Ne? Also einige Leute hier mit der Frische nicht mehr so geil am Start, aber letztendlich ist mir das wurscht. Ne? Die müssen das ja irgendwie schon hinkriegen. Kai Havertz und Draxler wechseln wir mal. Jetzt haben wir nämlich noch ein paar Punkte gut. Und dann gewinnen wir jetzt ja auch das letzte Spiel und sind dann in der WM dabei. Ne? Nachdem wir die Europameisterschaft ja schon gewonnen haben, wäre das ja jetzt ein Ding, die Weltmeisterschaft auch zu holen. Ne? Also ich gebe nachher wieder kurzes Feedback, dass wir ja gewonnen haben. Ne? Das wäre jetzt Ziel der Sache. So, Tabelle noch und dann bis gleich. So, dieses Spiel ging deutlich besser aus. Wir haben auch direkt schon in der ersten Halbzeit 3-0 geführt. Und dann habe ich mir gedacht, da kannst du ja nochmal hier ein paar einwechseln, auswechseln, weil auch die Verteidigung gute Noten hatte. Ne? Da kam ich auf die clevere Idee, unseren Klostermann noch einzuwechseln, damit er sich eine gute Note holt. Neun Tage verletzt mit einer Schnittwunde am Oberschenkel. Was bitte hat der gemacht in diesem Spiel? Oh je, ey, das war auch wieder eine hohle Aktion, wenn man es jetzt so retrospektiv betrachtet. Ne? Mann, so ein Blödsinn. Ey. Aber wir sind weitergekommen, wir sind in der WM dabei. Das ist super, das ist gut. Mal gucken, wer noch da so reinhuscht. Ne? Gucken wir mal. Wir kommen jetzt noch in das problematische Feld, dass einige von unseren Spielern auch erschöpft sind. Warum? Weil die Nationalmannschaft noch weniger rotieren als die normalen Mannschaften. Das ist auf jeden Fall etwas schwierig. Wir könnten hier mal noch gucken. Die Trainingsplätze können wir mal irgendwie noch verbessern. Das bringt nämlich weniger Verletzungen und drei Trainingsgruppen. Ja, nehmen wir mit. Und dann noch das Trainingszentrum. Da müssen wir aber erstmal den Frische-Parcours verbessern. Okay, dann machen wir das doch. Wir haben da ja noch richtig Kohle. Ne? Wir bauen jetzt hier mal noch weiter aus. Bewerbung für ein Gastgeber-Ding im nationalen, internationalen Endspiel. Das machen wir gleich. Können wir direkt mal machen. Scouting abgeschlossen. Lewandowski ist erschöpft. Okay, ja, er fährt erstmal nochmal 9 Tage aus. Ist ja kein Problem. Wir haben ja so viele Außenverteidiger. Newcastle United und Manchester United wurde verlegt. Das ist gut. Mata verbessert seinen Abschluss. Angebot für Tribünennamen, den nehmen wir noch mit hier. Tribünennamen, EA Sports. Wir haben irgendwie nur EA Sports Tribünennamen. Warum ist das so?
Wüsste ich auch mal gerne, ehrlich gesagt. Aber den nehmen wir auf jeden Fall, egal wie lang der geht, weil da kriegt man nicht so oft welche. Von Dorn haben wir alles voll, Banden haben wir nicht alles voll, aber auch keine neuen Angebote. So sähe unsere Mannschaft aus mit der Autoaufstellung. Da bin ich auch nicht zufrieden mit. Ich würde ehrlich gesagt echt weiterhin Matta erstmal spielen lassen, aber auf der anderen Seite, ja, Lingard ist natürlich da auch jemand, der auch Punkte sammeln müsste, mal langsam wieder, ne? Mal Einsätze sammeln müsste. Wir reden mit den Jungs. Guck mal, hier können wir sagen, wir können hier vor allen Dingen noch was anderes sagen. Das habe ich ein bisschen verpasst hier mit herzlich willkommen, das machen wir jetzt nicht. Sonst sagt er nämlich, was? Ich bin doch schon lange hier und es ist ein Minus. Wir machen erstmal hier Verantwortung, ne? Das machen wir jedes Mal, das kennt ihr ja. Einfach, weil manchmal dann dabei rauskommt, dass da was passiert und einer noch einen Pluspunkt kriegt, ne? Juan Mata, wir können im Moment hier nicht so viel sagen. Aber machen wir das einfach mal. Presnel Kimpembe, können wir auch nicht sagen. Verliert einen Moralpunkt, okay, das war doof. Höhere Ziele setzen, nee, könnt ihr eine Pause. Du trainierst sensationell, aber hier könnte man vielleicht mal sagen, mal runtersetzen. Fred, auch mal vielleicht herunterschrauben. Alle, die hier, ja, das können wir schaffen, ne? Also, mit dem Reden, das kriegen wir hin. So, er möchte gefordert werden, dann gibt er mal im Training alles, mein Freund. Was gibt's denn zu berichten? Ich habe fußballmäßig irgendwie die Woche über komplett hinterm Mond gelebt, also keine Ahnung. Habe überhaupt gar kein Thema mitgebracht jetzt, über das man nochmal hätte sprechen können. Und das ist ein bisschen doof. Smalltalk-mäßig, gibt nichts außer Manchester United momentan. Ich überlege auch, ob wir sonst noch irgendwas haben. Irgendwelche Skandale oder so. Oh, nee, eine Sache, die hat mit dem FM nicht so viel zu tun, aber mit ein paar Sachen, die wir ab und zu schon mal besprochen haben. Und zwar hat sich ein Streamer umgebracht. Finde ich ziemlich tragisch. Ich kannte ihn nicht. Ich habe nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Bin aber in der deutschen WoW-Community streamermäßig immer mal unterwegs. Und das ist ein WoW-Streamer gewesen. Und der hatte natürlich Probleme psychischer Natur. Und dann kam da eins aufs andere zu und so. Aber ein nicht kleiner Teil ist von asozialen Arschlöchern, Wichsern, dummen Backsäcken mitinitiiert. Und zwar sind natürlich die großen Streamer fast alle so eher introvertierte Leute, die eigentlich im richtigen Leben eher nicht so sind. Also das könnt ihr mal beobachten. Ganz viele Streamer, vor allen Dingen die von der ersten Stunde, und das war der Reckless, als ihr den kennt, das ist auch so jemand gewesen von der ersten Stunde. Und das sind ganz oft eher die gewesen oder immer noch die, die eher introvertiert sind und eher zurückgezogen und so. Und zum Teil, ich sag jetzt auch mal, so ein gewisses Opferschema erfüllen. Das ist natürlich nicht jeden, das will ich jetzt auch gar nicht pauschalisieren. Aber worauf ich hinaus will, dieser jemand wurde auch von der Community oder von diesen Asozialen, nicht von deiner Community, sondern von asozialen Wichsern, angefahren als öffentliche Persönlichkeit. Und das war mit ein Faktor, warum der sich letztendlich umgebracht hat. Und deshalb möchte ich an alle nochmal, und ich spreche da natürlich die Falschen an, weil meine Community, da ist das ja nicht so, ne? Aber wenn ihr sowas seht und wenn ihr irgendjemanden vielleicht auch nicht mögt oder doof findet oder was auch immer, ne? Leute, dann sagt es dir doch einfach genau so, sagt hier, ey, ich kann mit dir nichts anfangen, aber mach dein Ding und lass die Leute in Frieden. Und ich glaube, ihr seid durchaus die vernünftigen Leute, die das so machen. Ich fand's heftig, hab mir dann noch so ein paar andere Streamer reingezogen, die über Ähnliches berichteten oder aus Erfahrungen mitberichtigen. Natürlich springen da auch immer welche mit auf den Zug ein oder auf. Aber auch da gibt's immer wieder, gerade bei den großen Druckmomente, ne, wo jemand ausbrennt, wo er keinen Bock mehr hat, und das aber auch nicht mehr so ganz einfach sein lassen kann. Ich meine, bei uns in der FM-Community, da sind ja nicht so viele dabei, die das hauptberuflich machen. Aber bei WoW, bei Fortnite, bei LOL und so weiter sind ganz viele dabei. Ja, die sind davon irgendwie ja logischerweise auch abhängig, also zumindest materiell, ne? Und dann hast du nachher auch so einen Druck, den du da verspürst. Und ich möchte einfach dafür plädieren, nochmal, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr sowas seht, hier den anderen Leuten beispringt und sagt, ey, das ist nicht in Ordnung. Mobbing
Und asozial scheiße sein ist nicht in Ordnung. Egal ob im Internet, am Fußballplatz, bei der Kegelrunde, im Supermarkt, im Kindergarten, in der Schule, egal wo. Asozial und Arschloch sein ist nicht in Ordnung. Da wird es vielleicht auch bei ganz vielen Gründe geben dafür. Die gibt es auch zu Genüge und die kann man auch hinterfragen. Aber letztendlich muss man erstmal sagen, das ist nicht in Ordnung. Und dann kann man mit dem jemanden drüber reden, sag mal, warum bist du so? Was ist denn mit dir los? Aber erstmal muss man ganz klar Kante zeigen und sagen, ey, hör auf mit der Scheiße. Lasst es. Das wollen wir hier nicht. Wir haben da keinen Bock drauf. Wir als ja, Gesellschaft. Und wir sind ja alle Teil der Gesellschaft. Ne? So, jetzt geht's aber weiter mit dem Fußballmanager. Kleiner Ausschweif, ihr kennt mich. Ne? Und zwar zu Hause gegen Valencia. Das müssten wir auch hinkriegen. Es sind jetzt nochmal hier ein relativ knappes Spiel von der Stärke her. Aber ich bin der Meinung, hier zu Hause müssen wir das schaffen. Wir haben auch in der Champions League bisher echt gute Ergebnisse eingefahren. Valencia ist der große Konkurrent und der kriegt in der zweiten Minute hier zu sehen, dass Fred und Paul Pogba zusammenspielen. Auf Rashford und der macht das. Oh nein, das ist abseits, die Fahne ist oben. Da wäre direkt in der ersten Minute hier hingewiesen. Ohne Steve, die Spieler checken sich hier nichts. Das wird eine Arbeit für den Platzwart. Luis Enrique ist der gegenüberliegende Trainer und der hört, wie die Fans hier singen. Und zwar pushen die uns nach vorne. Und jetzt gibt es dann auch endlich nochmal eine Chance. Und zwar Rashford. Kriegt einen tollen Pass hin auf Lingard. Der packt nicht lange, schießt einfach mal. Oh, nee, die gibt es mit der Post vorbei. Da wäre der Torwart nicht mehr dran gekommen. Und die nächste Chance. Rashford geht jetzt hier in den Strafraum rein. Gegen Jerome Boateng fällt. Und es gibt nichts. Nein, es gibt nichts. Das war auch nichts. Aber Jerome Boateng hier in Spanien jetzt unterwegs. Ja, herzlich willkommen im warmen Süden Europas. Gutes Passspiel von Valencia. Und dann Nadim Amiri geht an Fred vorbei. Nein, Fred hängt sich da rein in den Zweikampf und holt den Ball. Und spielt ihn auf Pogba. Der wiederum spielt ihn auf Lingard. Der tritt den Ball aber nicht richtig, der Pogba. Und das ist ja Pogba natürlich. Und deshalb hat Lingard da Schwierigkeiten und kriegt den Ball nicht an Killesen vorbei. Jasper Killesen heißt es, ne? Oder Killesen. Sprachforschung außerhalb deutscher Sprache ist für mich ja immer schwierig. Ihr kennt mich jetzt. André Jarmolenko, was macht denn der hier eigentlich? Spielt auf Namiri und dann ist Presley Kimpembe da. André Jarmolenko, Jerome Boateng, das ist ja lauter ehemalige Bundesligaspieler hier. Tolle Hereingabe jetzt, nein, doch nicht so toll. Leider ein bisschen über den Spann gerutscht, aber fast trotzdem bei Lingard angekommen, die Hereingabe von Ronny. Erste Halbzeit, ja, schwanken hüben wie drüben. Da erhoffen wir uns aber noch eine Steigerung auf jeden Fall. Ich würde eigentlich gerne mal unseren Saul ein bisschen rauslassen, weil der echt eine schwierige Frische hat. So, jetzt mal geht drauf. Jetzt, oh, was ist denn da? Vor dem Strafraum der Chase leitet Pogba stark auf Ronny weiter. Der fleißige Megatalentspieler ist auf der linken Seite durch und dann verliert er den Ball gegen Boateng und es gibt Ecke. Die bringt Pogba rein. Und das schon wieder Boateng. Der klärt hier super einen nach dem anderen. Erneut Ecke, die zweite jetzt hier im Spiel und direkt hintereinander. Ganz einfache Variante von Manchester United. Pogba auf Maguire. Der verlängert an den langen Pfosten. Da ist Rashford und der macht das Tor. Marcus Rashford macht das Tor. Meine Güte, der Kollege ist einfach da. Der ist da, der hat das Näschen. Hier seht ihr es, mitten im Gesicht hat er das Näschen und macht die Dinger einfach. 1-0, super. Das wäre natürlich hier der Bombenstart in den Champions League. Jetzt ist sie aber hektisch. Dreht hat ein Tor gemacht angeblich. Hartmann geht zum Assi und er sagt, das ist ein Tor. Und dann ist es auch ein Tor. Und dann ist es auch korrekt. Und dann ist es auch das 2-0. Und da grenzt er sich ein, der gute Fred. Ja, wunderbar. Wunderbar. Da können wir gleich direkt mal überlegen, ob wir noch jemanden ein- und auswechseln. Mann. Kommt gar nicht hier zum Trinken. Lingard, was macht der? Geht an Paulista vorbei, bringt den Ball flach in die Mitte. Da ist Rashford, der Verlänger mit der Hacke auf Pogba, der schießt. Und dann ist der aus der Drehung drin. 3-0, 50. Minute. Das Ding ist doch gegessen hier. Meine Herren. Hoi, 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 hoi. Da können wir auch mal hier die jungen Leute bringen, ne? Da können wir mal die jungen Leute bringen. Dann bringt der Leitfurt okay und Matta. Okay, alles klar. Wen haben wir noch hier? Wir können noch jemanden bringen. Wer hat ja noch eine halbwegs passable Frische? Nö. Nö, die zwei wegzureichen. Super, wunderbar. 3-0. In der Champions League sind wir echt, echt gut dabei. Drei Spiele, drei Siege und das gegen Valencia, Dortmund und Nizza. Das, wow. Und bisher haben wir auch noch kein einziges Gegentor. Das wäre jetzt eigentlich ganz cool. Deshalb sagen wir jetzt hier einfach mal...
Kontrolle übernehmen. Das bedeutet ja, dass es weniger Chancen gibt, aber es gibt direkt mal eine Chance. Und zwar über André Jamolenk auf der rechten Seite. Flanke, aber die ist für De Gea kein Wunder. Halbe Stunde haben wir noch. Stadion natürlich ausverkauft. In der Champions League ist das natürlich auch so eine Sache. Da will ja jeder kommen. Perfekt, Kondogbia kommt für Carlos Soler. Und ob der jetzt da noch was reißen kann, weiß man nicht. Aber der freut sich natürlich, hier auch mal ein bisschen rumlaufen zu dürfen. Genau wie Canning Lee, der jetzt für Dani Parejo kommt. Witzig, Kondogbia hat einen Krampf. Das hatten wir letztens auch. Ne? Gerade eingewechselt, guck mal, der war jetzt 10 Minuten auf dem Platz und dann fällt er erstmal hin. Vielleicht ist das auch so vom... Gibt ja den Trainer so eine Taktik, ne? Ja, hier, mach mal Zeitspiel, ey. Kein Bock auf noch mehr Gegentore. Jetzt aber Ronny auf der rechten Seite scharf vor. Das Tor in der Mitte ist dann Coutinho. Der ist da ganz alleine. Wow! Und dann macht das Ding nicht, weil Kinnison aufpasst. Uiuiuiui. Die Spieler von Valencia wirken müde. Ja, super. Unsere eigentlich auch eher, ne? Wir können aber jetzt mal hier ein bisschen zurückdrehen. Und Mata läuft jetzt auf der linken Seite mal richtig, richtig weit mit nach vorne. Bringt den Ball auf Coutinho. Der zieht ab. Und dann so einfach kann gehen. Mata auf Coutinho. Zack, drin. Ende Gelände. Pause. War nicht nötig. Wir haben einfach eins gemacht hier. Zack, zack, zack. Und dann gibt es die nächste Ecke. Und das gibt nochmal eine Ecke, weil Paulista passt ins eigene Tor. Coutinho bringt die vierte hier rein und Kilisen holt sie runter. Was will man mehr, ne? Was will man mehr, ey? 4:0, Valencia weggefertigt. Guck mal, wir haben jetzt 3 Spiele gehabt und wir haben 10:0 Tore in der Champions League. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich finde, allein dafür könnte uns unser Vorstand auch mal herzlichen Glückwunsch ohne Gutscheinkarte von der Metzgerei oder so kriegen, ne? Warum haben wir Martial nicht aufgestellt oder eingewechselt? Wir wollten ihn schon, ne? Und das stimmt ja sogar. Der kommt dann noch, ne? Warum hat Patrick Lightfoot heute nicht gespielt? Er wurde eingewechselt, ihre Aussage ist also Unsinn. Guck mal, ich habe sogar Ahnung, was ich getan habe. Klasse. Geil finde ich übrigens auch, dass man bloß eins bei den Medien bekommt. Für ihre Aussage ist Unsinn. Ja, okay. Das gucken wir uns alles an, wenn wir weiter sind. Ne? 6. Spieltag, da gucken wir uns an, was da so sonst noch passiert. Klostermann ist wieder fit. Grimaldo ist noch angeschlagen, das heißt, wir kommen hier ganz gut über die Runden. Jetzt gegen West Ham United. Ja, da gibt's ja nur ein United, das gewinnen kann, nämlich unser United. Ne? Auch auswärts muss das klappen. Wir sind 50 Punkte stärker. Topspiel ist das dritte United hier, nämlich Newcastle gegen Manchester City. Dann Arsenal gegen Watford und eben hier gegen West Ham. So, wie sieht's denn aus mit Klostermann? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bringen wir den auch noch nicht sofort. Aber wir nehmen ihn zumindest mal mit. Ginja würde ich hier reinbringen wollen. Coutinho, 86, Rashford vorne. Ja, doch. Lass mal so. Ach, mal gucken, gibt es noch irgendwen, wenn wir vielleicht sonst irgendwie mitnehmen noch müssten, sollten, tun, ne? Nö, aber wir bringen jetzt einfach trotzdem mal wieder unseren Niguez. Nicht, dass der uns noch sauer wird. Den Bemba hat gut gemacht auch, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ne, so gehen wir ins Spiel rein. Das wird, glaube ich, eine ganz gute Nummer, oder? So, wir sind stark. Ganz klar sind wir stark. Und wir gehen hier drauf im Spiel gegen West Ham United. Erste Minute haben wir uns direkt einen Freistoß ergattert und der kommt natürlich von Saul Niguez. Aus 27 Metern haut er das Ding mal aufs Tor, aber ja, das war dann zu einfach. Aber in der zweiten Minute geht's schon wieder rund. Coutinho läuft da quer, schaut beim Pass demonstrativ Richtung Mittelkreis, bringt das Leder zu Rashford und der macht das Ding nicht, weil Lukas Fabianski ein Weltklasse-Reflex da mit den dicken Füßen hinkriegt. Alter Schwede, was ist denn mit dir los? Eieiei, was ist denn mit Manchester los? 3. Minute, 3. Chance, Ronny, Übersteiger, Flanke, in der Mitte Rashford und der schießt in den Winkel rein. Super, super Sache. Erstes Tor erst in dieser Saison für Rashford im 9. Spieltag. Der hat ja auch nicht so oft gespielt, weil er auch verletzt war. Ne? Aber jetzt die erste Chance für West Ham. Hornals hat sich freigelaufen, bringt den Ball zu Creswell und der... Gut, schießt das Tor nicht.
Ja, 1-0 würden wir mitnehmen. Im Moment wäre das der fünfte Platz. Ronny, schon wieder. Was ist denn los mit dem? Auf der linken Seite schon wieder auf Coutinho. Und der... Oh, das Ding nicht an Fabianski vorbei. Fabianski mit einer Weltklasse-Partie momentan. Ja, Hakimi geht an Jan Maat vorbei. Schießt und... Oh, geht das Ding gegen Pfosten, ey. Geht das Ding gegen Pfosten. 20 Minuten gespielt und wir sind hier eigentlich gut dabei, würde ich sagen. Wir sind hier echt stark. Aber ein Ding, so wie hier von Lancini, und sieht schon wieder anders aus. Aber De Gea konnte uns im Spiel halten. Creswell bringt die nachfolgende Ecke rein. In der Mitte ist Sebastian Haller, der köpft aber am Tor vorbei. Haller mit ja richtig vielen Toren bisher schon in der Premier League. Da müssen wir drauf aufpassen. Ne? Und jetzt in 20 Minuten, was passiert da? Rashford blinkt aus dem Gewühl ein Tor. Und da wird gesagt, dass es ein Foulspiel gab an Diop. Und der Schiedsrichter geht zum Assistenten, auch der weiß nichts. Dann sagt er, ja, Rashford, wie siehst du das? Und er sagt, nee, ich habe nichts getan. Und dann gibt es das Tor. Dann macht der Rashford, ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. Ne? Ich frage mich nicht, ich habe nichts gesehen. Müsste ich mir angucken, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, was ist denn mit dem? Kloppt den Ball einfach mal zum Ronny hin. Der kriegt den Ball, der geht dann nach innen und haut ihn einfach rein. Was ist denn hier los? Das ist ja vollkommen verrückt. Meine Güte, lieber Ronny, erstes Tor in deiner Karriere und dann auch noch Vorlage von De Gea. Das ist ja wahnsinnig kurios auf jeden Fall. Mensch, Mensch, Mensch. Ha, keine halbe Stunde gespielt und wir sind hier eigentlich schon durch, oder? Das werden wir ja wohl nicht mehr verlieren. Auf der rechten Seite, Lingard geht an Creswell vorbei. Aus dem linken Halbfeld schießt er an und dann, ui, Außenpfosten. Vierter Platz und Man City verliert wohl gerade. Haha, da würde ich mich ja freuen. Ecke von der linken Seite, Paul Pogba bringt sie rein. Diop kann da Niguez am Kopfball hindern. Und er kommt aber trotzdem zum Kopfball. Heieiei. Naja, gut, war dann doch deutlicher vorbei als gedacht. Egal. Niguez spielt jetzt in die Mitte. Da ist Rashford. Der geht alleine vor Fabianski. Aha, abseits. Abseits war's. Aber 3-0, hallo. Hallo, hallo. Maguire mit der gelben Karte gegen Haller. Ist auch okay, ne? Ist auch okay. Und vielleicht geht noch mehr. Paul Pogba jetzt mit dem Pollen. Ball einfach nach vorne. Niguez kann den verlängern. Rashford ist dann da. Der schießt. Oh ja. Da ist er wohl ein bisschen über den Schlappen gerutscht. Das war eher ein Rückpass als ein Schuss. Aber gut antizipiert von allen Beteiligten. Ne? Nur das Finalisieren hätte besser klappen können. Ja, Kim Pembe, kommt mal rein hier. Zack. Sehr gut weiter so. Das ist ja wunderbar, wie das hier läuft im Moment. Das ist doch wunderbar. Da kann man doch gar nichts sagen. Da kann man überhaupt nicht meckern. Wir lassen Arsenal und Chelsea hinter uns, wenn es so bleibt, wie es hier ist. Na, jetzt aber erstmal West Ham mit einer Chance. Von der linken Seite Philippe Andersson in der Mitte. Kopfball Haller, aber De Gea hält. Maximovic kommt für Jan Maat auf der rechten Verteidigerseite bei den Hammers. Tja, das ist doch echt gut. Fast schon langweilig. Pogba noch mal mit dem Distanzschuss. Fabianski klatscht den ab und dann ist Rashford da und der schießt. Oh, oh, oh. Und der schießt deutlich drüber. Das wäre natürlich krass gewesen hier. Da wäre der Knoten auf jeden Fall richtig geplatzt. Ne? Mit 3 Toren in einem Spiel wäre da schon sehr, sehr stark. Ecke von West Ham, von Creswell auf Diop. Der köpft und Rea lenkt ihn über die Latte. Deshalb gibt es direkt die nächste Ecke. Da in der Mitte springt Kimbembe hoch. Boah, das hätte man jetzt auch pfeifen können. Und eventuell auch auf 11 Meter. Ja, ja, haben wir Glück gehabt. Rashford wurschtelt sich jetzt da irgendwie durch. Geht an Okboma vorbei, fällt an Declan Rice vorbei und dann, ja, ist er drin. Macht er hier 3 Tore, der Rashford. Super. Kurz vor der Tribüne, okay, wir halten mal die Bubble. Lewandowski darf rein und natürlich kommt dann auch Leipzig nochmal. Ne? Natürlich, klar. Und wenn wir den schon hochgezogen haben und wenn wir hier 4-0 führen, also dann muss man die jungen Spieler bringen. Ein Lightfoot, ein Mata, das muss man dann bringen. Gut, Mata haben wir jetzt nicht gebracht, ne? Aber der Junge kommt noch, der wird noch groß rauskommen, sag ich euch. Sag ich euch, stattdessen haben wir hier Sturmtalent Lewandowski gebracht. Ne? Lightfoot, oh, der ist direkt mit dabei, spielt den Ball auf die rechte Seite für Phil Jones und der schießt da rein. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Junge?
einfach mal hier, ja, nie gespielt, einfach mal jetzt mit dabei und einfach mal durchschießen. Ja, so macht man es, ne, wenn man Phil Jones hat. Und es geht immer noch weiter. Die Hereingabe von Pogba ist zwar ein bisschen schlecht, aber Coutinho kann den irgendwie trotzdem aufs Tor bringen. Fabianski hält ihn aber. Eieieiei. Man glaubt es kaum hier. 5:0, Mensch. Wir sind Dritter dadurch sogar, weil wir einfach ein super Torverhältnis jetzt hier gerade uns zurechtlegen. Super. Noch einen konnte ich jetzt nicht, oder? Ups. Ich hatte jetzt alle Spielerwechsel hier. Hatte ich alle gemacht. Habe nicht alle gemacht. Danke von Lingard und Winston Reed kann die zur Ecke klären. Die bringt natürlich unser Meister Mittelfeld Paul Pogba rein. Fabianski guckt lange und dann kommt er doch raus und hat den Ball gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Lewandowski aus der Luft geholt. Passiert noch was. Lightfoot mit dem Tor und schon wieder sagt Diop, er wurde hier gefoult. Und auch der Assistent, und jetzt, was macht der Lightfoot? Er wird auch gefragt und er sagt, ja, okay. Ah, Hatze, mein Lieber, du bist ein der faire Sportsmann. Wenn du das selber sagst, dann war es natürlich so. Aber irgendwie ist dieser Isa Diop auch ein komischer Vogel. Beschwert er sich hier jedes Mal, wenn ein Tor geschossen wird, dass er böse gefoult worden sei oder so. Ne? Also, hallo, du bist Innenverteidiger, setz dich da mal durch vielleicht. Das mit dem Durchsetzen hat auf unserer Seite auf jeden Fall sehr gut geklappt. Hier Ronny mit einer 1, Lightfoot mit einer 1. Also vielleicht brauchen wir den gar nicht verleihen, sondern wir spielen einfach mit ihm hier. Keine Ahnung. Mal gucken, wo das hinführt. 3 Buden Rashford und eine 1,5 ist ein bisschen komisch. Aber mein Gott, nehmen wir alles gerne so mit. Nehmen wir gerne so mit. Die Tabelle sieht doch wunderbar jetzt aus. Das ist schon klasse. Meister ist zwar wahrscheinlich immer noch so ein bisschen unrealistisch, aber es wird immer wahrscheinlicher. Ne? Hier ist übrigens wieder so ein Streifen hier, weil irgendwie der 8. Spieltag noch nicht stattgefunden hat, sondern der wurde verschoben und jetzt haben wir erst mal den 9. gemacht. Das haben wir in der Bundesliga auch nie, nur hier, wo halt irgendwie alle 2 Tage ein Spiel ist. Und wenn da einer verschoben wird, dann wird es schwierig. Wir gucken auf die Ergebnisse und kurz mal in die Tabelle rein. Leeds United verliert gegen Fulham, Sheffield United verliert gegen Bournemouth, Liverpool nur unentschieden gegen Southampton, die Wölfe verlieren gegen Middlesbrough. Überraschung. Hotspurs gewinnen gegen Brighton and Hove. Arsenal verliert gegen Watford, das ist auch eine Überraschung gewesen. Newcastle gewinnt gegen Manchester City 5:1. Was denn da passiert? Was haben die denn heute in den Kontext gehabt? Belotti! Der Paulaner hat noch gesagt, oh, hol den Belotti, lass ihn doch nicht gehen, behalt den, du. Diese Saison 7 Einsätze, 5 Tore, stark. Insgesamt 20 Einsätze und 9 Tore. Das heißt, er hatte vorher eben bei 13 Einsätzen 4 Tore. Boah, das ist okay. Jetzt nichts Berauschendes, okay. Aber wenn man natürlich hier einen Doppelpack gegen Manchester City macht, das ist natürlich klasse. Ne? Ihn hier habe ich auch bei FIFA echt lange gehabt, Burlington. Echt lange und häufig. Ja, gut. Ja, klasse. Klasse. Vielen Dank dafür. Leicester City dann noch 0:0 gegen Chelsea. Das ist auch eine Überraschung, weil Leicester City guckt ja unten rum. Ne? Und dann haben wir noch Nottingham Forest verliert gegen den FC Everton. Das ist auf jeden Fall ein ganz kurioser Spieltag gewesen hier. Und wir sind hier die Sieger auf jeden Fall. Wir und Tottenham Hotspur sind die einzigen hier oben, die gewonnen haben. Unter den Top 5 oder 6 dementsprechend, weil wir ja noch Sechster waren. Und wir springen hoch von 6 auf 3. Tottenham von 4 auf 2. Und Liverpool, ja, ist jetzt schon auf jeden Fall auf Schlagdistanz. Das wird uns alles nicht helfen. Wir werden einfach versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Dann sehen wir hier die... Ich könnte eigentlich beim Lightfoot hier, müsste ich vielleicht noch ein bisschen... Ich merke es gerade, ne? Ihr seht es gerade selber. Mir gar nicht so aufgefallen. Ich könnte dann jetzt noch ein bisschen besser machen, Patze, ne? Dass du ein bisschen näher dran bist. Jetzt mal versuchen. Sieht so ein bisschen komisch aus. Hast so einen Mini-Kopf im Vergleich zu den anderen, einfach weil du so weit weggezoomt bist. Das werden wir hinkriegen. Callum Wilson hat übrigens 5 Tore gemacht. Hier, ja. Ja. Dann ist man natürlich auch oben dabei auf einmal, ne? Hier bei Torschützenliste. Zack, 1. Platz. Lewandowski immer noch 4. Und Rashford hat sich direkt mal auf 18 hochgeknallt. Fred immer noch hier Top-Mann, was die Stärke angeht, die Note angeht. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns erstmal hier über 3 Punkte zusätzlich. Ja, hallo, meine Lieben. Das ist doch wunderbar.
Grimaldo immer noch angeschlagen. Es gibt natürlich jetzt einen Termin hier, ein Ding hier für unseren Rashford. Okay, von mir aus. Okidoki, Paranense hat Interesse an uns. Ja. Scouting abgeschlossen. Ja, es war doch eine schöne Folge, meine Lieben. Wir haben jetzt so, weiß ich nicht, 35 Minuten oder so. Ist nicht ganz so lang geworden wie die letzte Zeit, aber es ist im Moment ein bisschen, heute zumindest ein bisschen knackig bei mir. Deshalb machen wir hier erst mal Karriere speichern und beenden, weil das sind Ergebnisse 4:0, 5:0 und wir sind mit Deutschland in die WM-Endrunde, ins Turnier reingerutscht und ja, das ist doch super. Der Gary ist weg mit tollen 9:0 Toren aus zwei Spielen. Macht's gut, Gary ist weg. Tschüssi, schönes Wochenende.